ein Kern dessen, was ich aus der Lektüre oder Auseinandersetzung mit Marx, mit dem Kapital mitgenommen habe, ist ja die Frage, nach welchen Mechanismen hier gewirtschaftet wird. Mein Name ist Annelie Bundenbach, ich bin Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstands im Deutschen Gewerkschaftsbund. Das war in einer Phase, wo gerade die Auseinandersetzung mit Kapital und also dem von Karl Marx, den verschiedenen Elementen auch seiner Theorie, schon ein wichtiger Punkt war der Diskussion auch in der, also im Studium oder eben mit den, in den Studiengruppen und mit den Kolleginnen und Kollegen. Das war auch eine sehr spannende Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Phänomenen, über die ich ja bis heute immer wieder stolpere, wenn es dann darum geht, wie Wirtschaft eigentlich funktioniert, wo es eben um die Frage der Erwirtschaftung von Profit, von Mehrwert geht und das eben auch der Motor ist, der in der Wirtschaft sozusagen vorantreibt und die Konkurrenz zueinander, die auf der Kapitalseite dann besteht und die Konkurrenz, die auf der Seite der Arbeiter besteht, weswegen Gewerkschaftsgründungen ja einfach eine richtig gute Idee sind. Von daher war das ein wichtiger Teil dieser Phase meines Lebens und das nimmt man dann ja auch mit, weil ich gerade diese also sehr sagen wir, analytische und kritische Herangehensweise und Gesellschaftsanalyse von Marx ausgesprochen spannend finde. Und das geht einem an vielen Stellen ja als Denkweise eher oder Herangehensweise eher auch in Fleisch und Blut über. Also bei der Analyse, die Marx hier vorgelegt hat, muss man zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist eine, finde ich, grandiose Analyse von dem, was hinter den Kulissen geschieht, welche Interessen hier stattfinden und wie es zum Beispiel dazu kommen kann, dass in einer Gesellschaft jeder sein Interesse verfolgt und sich darüber dann, ohne dass es den Leuten immer klar ist, überhaupt die Gesamtheit des Wirtschaftens erst herstellt. Was ich eine sehr spannende Idee finde. Und die zweite Ebene ist die, wo es sich dann eher um natürlich auch historisch geprägte Analysen von Auseinandersetzungen handelt, von der Welt der Arbeit, wie die eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann geprägt war. Das trifft natürlich auf das die heutige Welt nicht mehr zu. Die Arbeitswelt, also wie heute in der Arbeitswelt den Menschen Leistung abverlangt wird, abgefordert wird, wie die zum Teil dann auch unbezahlt verschwindet, wie Menschen dann auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gar nicht mehr sich als Kollektiv erfahren, sondern einzeln hinter ihrem PC vielleicht zu Hause sitzen und auch nicht mehr auf die Idee kommen, dass also sich zusammenzuschließen, ihre Lage verbessern könnte. Das sind Phänomene, die wir in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so eben nicht gehabt haben. Das Phänomen, was bleibt, ist, dass hier Arbeit geleistet wird, die eben auch nicht bezahlt wird. Und hier für uns als Gewerkschaften dann genau das Problem ist, wie bekommen wir hier wieder eine Erfahrung sozusagen von kollektiver, also von gemeinsamer Situation und gemeinsamen Bedarf, das zu verbessern oder zu verändern, hin. Wir sind dabei auf der internationalen Ebene gerade bei der Frage, wie bekommen wir das hin, dass menschenwürdige Arbeit eben auch in den Lieferketten
stattfindet, auch da, wo multinationale Unternehmen in Bangladesch, in anderen Ländern arbeiten lassen oder wo da die Menschen eben arbeiten, dass hier die Standards stimmen und die Arbeitsbedingungen und die Gesundheitsbedingungen menschenwürdig auch gestaltet werden. Und da ist ein Weg sicherlich, wo wir eben auch das Interesse für Gewerkschaften auch bei denjenigen, die sich hier das T-Shirt oder die Schuhe kaufen, versuchen müssen zu wecken, weil es ja darum geht, auch klarzumachen, wie viel Blut klebt denn da jetzt eigentlich dran und was ist denn eigentlich der dahinterliegende Produktionsprozess. Natürlich kann ich mir andere Formen des Wirtschaftens und der Zusammenarbeit vorstellen, in denen die Menschen eher auf Augenhöhe, nicht nur im Betrieb, sondern in der Gesellschaft hier auch unterwegs sind. Ich selbst bin durchaus auch ein großer Fan von genossenschaftlichen Formen der Zusammenarbeit und der Kooperation. Und da gibt es ja auch eine Menge guter und spannender Beispiele. Ansonsten halte ich es da mit Brecht, wie ist das, Stiefel im Gesicht hat er nicht gern. Das heißt, also ich sag mal, meine gesellschaftliche Utopie ist jetzt nicht abgedeckt mit dem jeweiligen gewerkschaftlichen Kongressbeschluss. Aber es ist auch klar, dass nicht das Thema der Gewerkschaften ist, die Lohnarbeit abzuschaffen, sondern die Kräfteverhältnisse in der Frage, also innerhalb dieser Lohnarbeit zu verschieben zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dass man sich dann schon die Frage stellt, wer denn die Fabrik eigentlich gebaut hat, von der andere Leute profitieren. Das ist natürlich ein Thema, was wir in den Gewerkschaften auch immer wieder auf dem Tisch haben, denn das ist ja offensichtlich, dass diejenigen, die den Reichtum im Lande erwirtschaften, nun ihn nur zum kleinen Teil dann auch zur Verfügung haben.